gerade in einem wunderschönen Pavillon mit Sitzgelegenheit und Tisch an der Dreisam. Und es ist ein Projekt, das sich Dreisam-Folli nennt, initiiert von der Freiburger Architektenschaft. Und die haben einfach lauter verschiedene Schülerinnen an verschiedenen Schulen, verschiedene Altersstufen im Lockdown gebeten, verrückte Pavillons zu erstellen. Und die 15 originellsten sind dann auch so in dieser Größe realisiert worden und stehen jetzt hier an der Dreisam. Und da entdeckt man ganz tolle Sachen. Eigentlich ist es hier ein Ort, der nicht wirklich zum Verweilen einlädt. Und jetzt sitzt man hier mit Engelsflügelchen an einem Schreibtisch, hört das Wasser rauschen und entdeckt den Ort ganz neu. Und da von diesen Orten wünschen wir uns mehr. Die Freiburger Architektenschaft hat gezeigt, dass man ziemlich mit einfachen Mitteln Leute dazu bewegen kann, kreativ zu werden und auch mit wenig finanziellen Mitteln ganz besondere Sachen herzustellen. Und deshalb haben wir die Stadtverwaltung aufgefordert, diese Projekte explizit zu fördern.